Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Walfried in der Mine und ich kann euch sagen, hier ist einiges los. Im Moment arbeiten wir daran, dass dieser Mann besser schlafen kann, indem dieser Mann hier unten, Gero oder auch Eumel genannt, nicht mehr schnarcht. Wie wir das erledigen? Keine Ahnung. Er meinte, wir sollten mal mit dem Händler sprechen, ob der irgendwas weiß. Deswegen laufe ich hier nochmal zurück und kläre das erstmal. Warum machen wir das? Weil es Silber gibt. Andrik will uns dafür bezahlen. Gucken wir mal. Oh. Na, was darf es diesmal sein? Okay, wir könnten tatsächlich noch auf das Angebot der Spitzhacke zurückkommen. Aber schau mal hier. Hast du etwas, womit man weniger hört? Der Krach in der Mine, was? Ja, der kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben. Dieses Krachen. Zum Glück habe ich einen Gehörschutz im Sortiment. Damit sind deine Lauscher beruhigt und deine Nerven kostet auch nicht viel. Okay. Ja, dann verkaufst du auch was anderes als den Silberbrecher. Aber natürlich, bei Merik bekommst du alles, was das Hauerherz begehrt. So, das ist ja spannend. Wartet mal, Bronzehauer. Gehörschutz. Tja, ist es das jetzt wert, das zu kaufen? Er hat übrigens auch Heilsalbe, ist nicht schlecht. Aber er sagte, man muss hier tauschen, ne? Mit Gegenständen hat er das nicht irgendwie gesagt. Ja, 40. Ach komm, wir machen das jetzt, glaube ich. Bitte ein Gehörschutz. Mal sehen, ob wir hier mit Geld bezahlen können. Das geht nicht. Okay, das heißt, wir müssen offenbar mit Silbererz bezahlen, oder? Was ist denn das wert jetzt? Wie? Das kostet 40 Silbererz? Wollt ihr mich wegholen? Nee. Ach so, ein Silberwert ist... Okay, ein Silbererz ist 2 wert. Boah. Also, das ist halt die Frage, wie viel Silber gibt er uns für diese Geschichte? Wir müssten 20 Silbererz aufwenden, um diesen Gehörschutz zu erhalten. Ah, ich weiß nicht. Denk dran, ist das Leben als Hauer zu dreckig kommen? Nee. Wir warten das nochmal ein bisschen ab. Vielleicht gibt es noch eine bessere Möglichkeit, um das Problem zu klären. Warte mal. Hier unten. Oh Gott, hier wollte ich noch gar nicht hin. Egal. Sprechen wir mit Murtag. Hey, ich bin Murtag. Hab dich vorhin ankommen sehen. Du hast doch sicher schon dein erstes Silber verdient, ja? Gefährlich hier, was? Am besten hältst du dich an Leute, die dich beschützen können. Also an mich. Kostet dich nur 10 Silber. Ich halte dir den Rücken frei. Du kannst in Ruhe arbeiten. Du hast viel davon. Puh. Ich dachte, ihr Wachen beschützt uns sowieso. Weil wir euch Hauer so mögen, vielleicht. Freches Maul hast du. Vielleicht nehme ich mir einfach dein Silber. Puh, okay. Ah, schaut mal, wir können ihn vielleicht hier so ein bisschen gnädig stimmen. Schoner hat wieder was gekocht. Willst du dir das entgehen lassen? Was gekocht? Sogar mit Fleisch? Mit Fleisch? Ich habe seit Wochen nichts außer Brot und Gemüse gegessen. Verdammt, wenn Mursel davon was mitbekommt, frisst er alles weg. Okay, hat er den Weg hier möglicherweise versperrt gehabt? Haben wir uns den jetzt freigemacht? Ja gut, ich will hier aber erstmal noch gar nicht hin. Mit dem müssen wir später, glaube ich, nochmal reden. Der wollte... Naja, im Prinzip sollten wir ihm 10 Silber geben, damit er uns durchlässt, vermute ich mal. Und das Problem ist jetzt gelöst. So, ich wollte hier unten erstmal weitergucken. Ach, schaut mal, wir kämen von der anderen Seite genau hier hin. Okay, es kommt, weil wir keine Karte haben. Das waren nur 3 Silbererz. Na gut, dann schauen wir uns hier nochmal genauer um. Agnessa ist hier wieder am Arbeiten. Ha? Glück auf! Okay. So, und hier unten? Was ist das hier für ein Zwischenlager? Hm? Ella. Was gibt's? Ich bin neu hier. Sieht man. Aber ich will dir einen Tipp geben. Halt dich von den Wachen fern. Ohne einen wie Larik
wärst du für sie leichte Beute. Okay, Larek. Wirkst jedenfalls nicht, als könntest du dich selbst wehren, wenn sie über dich herfallen. Wow, so sind die Wachen hier drauf. Ah, okay, sie hat Larek angeheuert. Wieso brauchst du eine Wache? Weil die Wachen hier die Hauer abziehen, suchen immer eine Ausrede, sich das Silber unter den Nagel zu reißen. Deshalb bezahle ich Larek dafür, dass er mich beschützt. Nicht wahr? Er redet nicht viel, muss er auch nicht. Warum bist du hier in der Mine? Eigentlich komme ich aus dem Ruinenlager und meine Eltern sind dort angesehen, aber ich will selbst was aus mir machen, mit eigener Arbeit. Ich muss nur wie alle Hauer mit den Wachen umgehen. Ist mir bisher gelungen. Verstehst du, was dieser Larek sagt? Ich höre nur Grummeln. Ich kann die Grummeltöne inzwischen unterscheiden. Okay, auch merkwürdig, das Ganze. Ich will erstmal hier runtergehen, würde ich sagen, bevor wir dahin gehen. Ich glaube, in der Richtung geht es nicht mehr weiter. Gucken wir mal, was hier los ist. Wen haben wir denn hier? Reusin. Hä? Was willst du? Schrei doch nicht so. Ich verstehe kein Wort. Hau ab und lass die alte Reusin hier in Ruhe hauen. Du verstehst nichts von dem, was ich sage? Was? Du musst lauter reden. Mit diesem Gehörschutz höre ich nichts. Verpiss dich am besten einfach. Ah, die hat so einen Gehörschutz. Okay, wow. Vielleicht kriegen wir den hier günstiger. Warum hast du diesen Gehörschutz auf? Laber mich nicht voll. Ihr geht mir alle auf den Sack. Ich will entspannen. Wir können etwas Silber in die Hand nehmen und vor sie halten. Sie nimmt den Gehörschutz auf einer Seite raus. Silber, willst du mir das geben? Du siehst so aus. Oh, schaut mal, für 5 Silber können wir den abkaufen. Ja, das wäre ein Deal. Ich würde dir deinen Gehörschutz abkaufen für 5 Silber. So viel? Da kann ich nicht Nein sagen. Hier, ne? Ja, geil. Okay, krass. Sehr, 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 sehr gut. Dann, Gero. Halt, nein. Der muss ja hier hin, der Gehörschutz. Zu ihm. So, ich hoffe, wir kriegen mehr als 5 wieder. Da hat sich das Geschäft gelohnt. Hallo. Wegen der Sache mit Eumel. Ich habe hier einen Gehörschutz für dich. Damit kannst du Eumels Schnarchen ignorieren. Mustert den Gehörschutz und schlägt sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Darauf hätte ich selbst kommen können. Setzt Gehörschutz auf. Sag mal was. Hallo. Was sagst du da? Hallo, hörst du mich? Was? Soll ich dir Silber schenken? Wie war das? Ich glaube, das funktioniert. Nimmt den Gehörschutz ab. Ich hab nix... Entschuldige. Ich hab nichts gehört, was du gesagt hast. Nicht mal Eumels Schnarchen wird da durchkommen. Danke, vielen Dank. Ich hab dir Silber versprochen und ich halte mein Wort. Jawohl. Da, nimm. Dank deiner Hilfe kann ich endlich Schlaf finden. Vielleicht träumen. Gähnt und grinst gleichzeitig. Okay, wir haben 5 ausgegeben, 15 erhalten, 10 netto gewinnen. Hätten wir es gekauft, hätten wir 5 netto Verlust gehabt. Wunderbar. Ha! Walfried fühlt sich jetzt richtig gut. Das läuft doch hier in der Mine. Die große Frage ist natürlich, was kann man am Ende mit dem Silber verdienen? Ne? So, mit ihr hatten wir gesprochen. Was haben wir hier? Auf jeden Fall noch ein bisschen Silber zu ploppen. Ah, einmal daneben. Kann eigentlich wahr sein. Okay, das war etwas verschwendet. Kann man hier irgendwas erkennen? Ja, ich gucke nochmal hier sicherheitshalber in der Ecke. Aber kein weiteres Geheimnis. So, was ist hier los? Niemand hier. Ah, schön. Nochmal 3 Silber erst. Rostmoos und gebratenes, sehniges Fleisch. Ah, warte mal. Hier standen wir vorhin, glaube ich, als Gero hier abgehauen ist.
Gut, dann haben wir den Bereich auch. Das heißt im Moment jetzt keine große Sackgasse, sondern wir haben da noch den großen Bereich, wo das Lagerfeuer war. Und ich glaube, ich wollte mir selbst nochmal eine Heilsalbe herstellen, wenn das geht. Probieren wir das nochmal. Eine Heilsalbe ist noch drin. Was fehlt uns? Naja, dieses Heilkraut natürlich. Okay. Dann haben wir immerhin zwei insgesamt. So, was ist er hier? Yendra. Yendra ist doch die Vorarbeiterin, die entscheidet, wer unten in die tiefe Mine darf. Sind wir also hier vielleicht an dem Punkt, wo es in die tiefe Mine geht? Ah. Für dich gilt auch, du kommst nicht mit in die tiefe Mine. Okay, das ist schlecht. Was ist die tiefe Mine? Da wollen alle hin, denn da gibt es das meiste Silber. Aber dort ist es auch gefährlich, weswegen ich nicht mehr als zwei Hauer mitnehme. Levin hat mich beauftragt, mit ein paar Hauern in die tiefe Mine zu gehen. Also entscheide ich, wer mitkommt. Merkt ihr meinen Namen? Yendra, die Steigerin hier unter den Tagen. Hier habe ich das Sagen. Levin vertraut mir, reckt das Kind vor. Heißt das nicht? Okay, das ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Ich will in die tiefe Mine. Glaub mir, das willst du nicht. Oder bist du scharf auf Monster, einstürzende Schächte und Dunkelheit? Ja, ich habe doch eine Fackel. Das ist nur was für Leute, die Bergbau leben. Außerdem habe ich eine Abmachung mit zwei Hauern. Die zahlen mir gutes Silber, da nehme ich sie mit. Levin hat nichts davon erwähnt, dass Hauer zahlen müssen, um zu arbeiten. Dann weißt du es jetzt. Wer das meiste bietet, kommt mit, ganz einfach. Und Levin hat kein Problem damit? Solange genug Silber zu ihm ins Ruinenlager fließt, ist er zufrieden. Und in der tiefen Mine ist genug davon. Okay, nimm mich mit in die tiefe Mine. Vergiss es. Alma und Ella zahlen mir jeweils 60 Silber. Sehe doch, dass du das nicht hast. Nee, 60 haben wir nicht. Okay. Warte mal, Alma. Das ist der Typ, mit dem Silberhauer, der den da gekauft hat. Ella haben wir, glaube ich, noch nicht getroffen. Die zahlen dir 60 Silber? Klar. Und trotzdem gehen sie mit fetten Gewinnen aus der tiefen Mine. Deswegen sind ja alle so heiß drauf. Wenn du das sagst. Du musst erst noch lernen, dass hier die Dinge etwas anders laufen. Okay, was, wenn ich dir 100 Silber biete? Ich habe eigentlich eine Abmachung mit denen. Ella kommt auf alle Fälle mit, sonst kann sie Larik nicht bezahlen. Und dann kommt der zu mir. Du willst dir so viel Silber einfach entgehen lassen? Er runzelt die Stirn. Das ist einiges. Könnte Almas Platz wert sein. Na gut, wenn du das Silber auftreiben kannst, geht's in die Tiefe. Ich meine, Teufe. So nennen wir Bergleute das. Okay, wo sollen wir jetzt an 100 Silber rankommen? Könnte es sein, dass man vielleicht, wir haben 54, dass man schlafen muss und dann am nächsten Tag weiterarbeiten kann? Einmal Silber jetzt noch. Der bewacht wahrscheinlich hier die tiefe Mine, oder? Kara, ich bin Kara und ich passe auf, dass ich keinen Hauer da rein verirren. Dass ich keine Hauer da rein verirren oder Leute wie du, zieh Leine. Was ist denn hier? Die tiefe Mine. Wer da allein reingeht, kommt nicht mehr raus. Deswegen lässt Yendra niemanden allein rein. Ich will da rein. Mir egal, was du willst. Wie komme ich denn da rein, wenn Yendra dich lässt? Capo ist für die Hauer verantwortlich? Frag den. Wenn du andere Fragen hast, statt mir auf die Nerven zu gehen, ist meistens beim Eingang. Okay, gut. Also, wir brauchen mehr Silber. Das ist Diebstahl, wenn ich da mir was klaue. Da wird Yendra wahrscheinlich ganz genau aufpassen. So. Ich denke auch nicht, dass ich hier groß was verpasst habe. Wie spät ist es? 17.12 Uhr. Ist sowieso mal eine gute Zeit, schlafen zu gehen. Halt, warte mal. Ne, hier waren wir schon, genau. Hier ging es ja nicht weiter, oder? Ja, das hatten wir schon.
Okay, dann würde ich sagen, ich rede erstmal noch mit diesem Alma. Und dann schlafen wir einfach mal eine Nacht. Vielleicht ist Alma dann unten gewesen. Vielleicht ist er ja dann gestorben. Oder vielleicht ist irgendwas mit diesem Silberhauer schiefgegangen. Oder irgendwas muss ich ja dann verändert haben. Oh. Emko? Hey, Kumpel. Ich habe gehört, du hast mit der Steigerin gesprochen. Willst viel Silber, da weiß ich was. Okay. Raus damit. Komm, ich zeig's dir. Das ist doch ein Trick, oder? So, hier unten war schon. Ah, endlich bist du da. Also gib's jetzt. Okay, der will uns erledigen. Silber! Oh nein, diese Schweine. Ernsthaft, du willst mich abziehen? Nicht persönlich gemeint, Kumpel. Mosel zieht uns auch jede Nacht Silber ab, so läuft das halt. Und du lässt dir einfach gefallen, dass Mosel dich ausbeutet? Wir haben keine Wahl. Naja, schon. Entweder bekommt Mosel unser Silber oder unser Eingeweide. Wenn wir uns zusammentun, haben wir eine Chance gegen Mosel. Wir sind doch nur kleine Hauer. Wenn wir zusammenhalten, sind wir in der Überzahl. Verfluchte Scheiße, eigentlich hast du recht. Warum lassen wir uns das eigentlich gefallen? Gegen so eine Überzahl hat er dann keine Chance mehr. Gut, wir zusammen, los. Okay, lass uns Revolution machen. Am besten, wir machen gar nichts, die können das erledigen. Wir sind hier auf jeden Fall erstmal los. Mal gucken, wie das läuft. Mosel, wir haben die Schnauze voll. Du erhältst von uns ab sofort kein Stück Silber mehr, damit wir schlafen können. Wie führt ihr euch denn auf? Habt ihr gesoffen? Es reicht. Das hat jetzt ein Ende. Okay, wow, wartet mal. Krass. Wir könnten auch jetzt gegen... Oh mein Gott. Wir haben, also bisher wissen wir nicht, was mit dem Mosel wirklich los ist. Ich finde, wir sollten jetzt wieder die Seiten wechseln. Schaut mal, Mosel sieht sehr gut bewaffnet aus, während die anderen beiden nur so einen Hauerkram haben und keine Rüstung. Nö. Mosel, wir sollten uns nichts gefallen lassen. Gegen Emko kämpfen, das machen wir. Grinst. Gerne doch. Du verarschst mich. So, Mosel, mach sie fertig. So, wir haben ihn sogar zuerst, meine Güte, vor Mosel ihn hat. Haha, hast du gesehen, wie die Pisser im Dreck lagen? Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und weil Mosel so ein guter ist, darfst du jetzt umsonst hier schlafen. Okay. Und du zahlst jetzt doppelt, Emko. Grinst. Ihr seid der letzte Abschaum. Wenn ihr nicht versucht hättet, mich abzuziehen, wäre das anders gelaufen. Das war doch nicht persönlich gemeint. Wir sind hier unten doch alle Kumpel. Hau einfach ab, hier ist alles gesagt. Diese Emko war schon immer ein Arschloch. Aber wir müssen wieder an die Arbeit. Das Silber schürft sich nicht von selbst, leider. Okay, Leute, das war ja richtig gut. Hat Walfried gut gemacht, finde ich.
Ja, prima. Also jetzt können wir hier auch schlafen. Toll. Das hilft jetzt noch nicht richtig, was das Silberproblem betrifft. Ich spreche aber nochmal mit Mosel. Ruh dich ruhig aus, ich kümmere mich um euch, Hauer. Okay, nee, wir könnten ihm sogar vom Geheimschlaf... Das machen wir nicht, aber nachdem wir jetzt diesen Schlafplatz nicht brauchen, könnten wir Cassia davon erzählen, oder? Wartet mal, ich kläre das vielleicht mal mit unserem Freund da oben. Vielleicht kann ich das nochmal quasi unsere Abmachung hier revidieren. Finley. Nee, mit ihm kann ich nichts machen. Ja, wisst ihr was? Aber wenn er uns jetzt als Verräter betrachtet, ist mir das jetzt ziemlich egal. Cassia bezahlt uns vielleicht auch nochmal dafür, oder? Ich schaue nochmal kurz ins Tagebuch, was dazu steht. Cassia braucht Erholung. Na, mal gucken. Vielleicht können wir noch ein bisschen Silber rausschlagen. Na? Wegen Finley. Na? Wollen wir lügen? Nö. Finley hat sich einen geheimen Schlafplatz gebaut. Wusste ich's doch. Wo ist der Schlafplatz? Wie komme ich da hin? Ja, Leute, ja. Alles hat seinen Preis. Mir ist alles egal. Hier, nimm einfach alles, was ich gerade habe. Aber sag mir, wo dieser Schlafplatz ist. 10 Silber, sehr gut. Guck dir die Wand in der Sackgasse östlich vom Bettenhaus genauer an. Ein geheimer Raum? Wieso habe ich den nie gesehen? Ich habe alles abgesucht und nichts gefunden. Dann reiße ich mir den Raum unter den Nagel und werde dort ausschlafen. Endlich, grinst müde. Danke. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Haben wir nochmal 10 dazu bekommen. Wir haben jetzt 65. Das ist immer noch eine Menge. Quatsch nochmal kurz. Immer noch nicht ausreichend, wollte ich sagen. Quatschen wir nochmal kurz hier mit Alma. Hä? Hey, hey. Du arbeitest also in der tiefen Mine. Ja. Passt Montag nicht in den Kram. Deshalb hat er ein Problem mit mir. Problem? Ha. Will mich am liebsten kalt machen. Ich bringe aus der tiefen Mine mehr Silber mit als die anderen, Hauer. Deswegen lauert er mir ständig auf, wenn ich hochkomme und nimmt mir mein Silber ab. Ella hat weniger, deshalb lässt er sie in Ruhe. Mhm. Warum nimmt Motak nichts von Ella? Weil sie Larik bezahlt, damit der sie beschützt. Mit dem will Motak es nicht aufnehmen. Okay. Wir fragen nochmal ganz blöd, was ist die tiefe Mine? Die geht noch weiter runter und dort ist mehr Silber, ist aber verwinkelt, düster und eng. Wir Hauer können nicht allein hin. Motek hat die tiefe Mine mal entdeckt. Yendra ist unsere Steigerin. Sie hat von Levin die Verantwortung bekommen, uns Hauern da unten zu helfen. Du könntest jemanden anheuern, dich zu beschützen. Warte mal, wir könnten ihn beschützen. Dann wären wir auch in der tiefen Mine, aber... Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir versuchen mal. Dann bin ich mein Silber los, so oder so. Ella sieht ihr Silber wohl lieber bei Larik als bei Murtag. Okay, macht er nicht. Ich will auch in die tiefe Mine. Reibt sich die Hände. Die Ausbeute da unten ist ziemlich gut. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Wenn du dafür sorgst, dass Murtag mich in Ruhe lässt, wechseln wir beide uns in der tiefen Mine ab. Wie klingt das? Oh, gut. Okay. Gut, ich kümmere mich darum. Wenn du es schaffst, dass er mich in Ruhe lässt, dann teilen wir uns meinen Platz in der tiefen Mine. Ich bin gespannt, ob es dir gelingt. Ja, sehr gut. So, ja, Murtag. Guck dich abfällig an. Zieh Leine. Und wie schmeckt dir das neue Gericht von Shona? Geht das gut runter. Shona hat sich mal wieder selbst übertroffen. Tja, wir müssen jetzt ein bisschen angeben. Ich habe ihr das Fleisch besorgt. Ich muss zugeben, mit dem Fleisch, das du besorgt hast, ist es köstlich. Leckt sich über die Lippen. Schätze, ich kann als kleinen Dank darauf verzichten, dass du mir was bezahlst. Eine Hand wäscht die andere. Das ist auch schon mal gut. Okay. Wieso lässt du dich überhaupt bezahlen?
damit wir schneller aus Drova rauskommen. Die Wachen profitieren davon, die Hauer sind motivierter und alles geht schneller. Warum willst du so dringend aus Rova ausbrechen? Ich kann es hier nicht mehr sehen. Ich meine, ich habe alles gesehen und jede Ecke ist gefährlich. Okay, ja, wir müssen jetzt aber diese Alma-Nummer irgendwie forcieren. Vielleicht willst du aus einem anderen Grund hier weg? Ich muss hier einfach raus. Ich muss es herausfinden. Wenn ich das niemals erfahre, das geht dich alles nichts an. Was musst du herausfinden? Alles! Ich bin in der irdischen Welt geboren und jetzt stecke ich hier fest. Ich vergesse bald alles aus meiner Heimat. Es geht dir gar nicht darum, frei zu sein? Doch schon, aber meine Erinnerungen sind mir wichtiger. Sie sind ich und werden immer blasser, als werde ich zu Nebel. Aha. Darum geht es alles also. Vergessen alle, das erinnert mich an einen Roman, den ich gelesen habe. Hieß er von einem, ja, Name fällt mir gerade nicht ein, japanischer Literatur-Nobelpreisträger, glaube ich, hieß der Riese oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da ging es genau darum, dass die Leute ihre Erinnerung verlieren. Auch Nebel spielte auch eine Rolle. Vielleicht ist das eine, ja, vielleicht dadurch inspiriert, ich weiß es nicht, muss mir nochmal angucken. Komme ich nochmal drauf zurück, aber erstmal hier. Vergessen alle, die nach Drova kommen, ihre Erinnerungen? Weiß nicht, fast alle, die ich kenne, sind hier geboren worden. Durch den Schlund ist schon lange niemand mehr rübergekommen. Deutet ein Lächeln an, das ihm fast Schmerzen zu bereiten scheint. Das bleibt gefälligst unter uns, klar? Hey, Mutak! Alma wirkt völlig fertig, hat gesagt, du nimmst ihn jeden Tag aus, obwohl er so hart arbeitet. Stimmt das? Warum mischt sich Shona hier ein? Ausnehmen ist jetzt vielleicht etwas übertrieben. Übertrieben? Jeden Silberkrümel hast du ihm abgeknöpft. Naja, also, ich schätze schon. Ich soll ihn wohl in Ruhe lassen, ne? Ganz genau. Schön, dass du das einsiehst. Wir müssen hier unten doch zusammenhalten. Okay, Shona. Zusammenhalten, ja, hast wohl recht. Also, bekomme ich noch etwas von deinem tollen Essen? Ist leider nicht mehr viel da, aber schön, wenn es dir schmeckt. Nächstes Mal warte ich auf dich, damit ich mich gleich über dich hermachen kann. Wird rot. Über das Essen meine ich. Ich lasse euch besser alleine. Was? Nein, nein, schon in Ordnung. Geh lieber wieder an die Arbeit. Ach, und sag Alma, dass er nichts mehr bezahlen muss. Wow, wow. Das ging ja jetzt einfacher als gedacht. Ja, großartig. Alma! Hm? Hey, hey! Am Montag ist kein Problem mehr. Er ist bei Shonas Essensstand. Ach, Shonas Essen bekommt jeden rum. Jedenfalls danke. Du kannst jetzt an meiner Stelle mit Yendra in die tiefe Mine. Ich brauche sowieso eine Pause. Danach bin ich wieder dran. Ja, fantastisch. Sehr gut. Wir brauchen gar kein Silber abgeben. Großartig. Kann man mit Mozart noch was besprechen? Der ist ja irgendwie interessant. Hey, da bist du ja wieder. Okay, doch nicht. Ja, gut. Dann gehen wir mal runter. Yendra. Oh. Was ist? Alma kommt heute nicht. Was? Es geht doch gleich los. Wo soll ich denn noch einen Hauer auftreiben? Vor dir steht einer. Knirscht mit den Zähnen. Na gut, diesmal kommst du mit. Wenn Alma wieder da ist, ist er wieder dran. Meld dich, sobald du los kannst. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir los? Oder wollen wir noch irgendwas vorbereiten? Also das Einzige, was natürlich ist, wir haben Punkte, 5 Lernpunkte. Damit können wir hier keine Skills erlernen, was schade ist. Wir könnten allerdings Kampfkraft erhöhen. Aber ich würde gerne zurück im Ruinenlager ein paar Sachen lernen dafür.
gerade auch die wichtigen Skills hier, wenn wir Dolchen wirklich machen wollen. Also ohne diese Skills. Das ist halt das, worauf ich scharf bin. Ne? Also wir gucken uns das kurz mal an. Klar, 10% mehr Schaden und sowas alles. Aber das hier ist cool. Normale Dolchangriffe regenerieren 6 Ausdauer. Das heißt, mit jedem Angriff kriegen wir wieder Ausdauer, sodass wir zum Beispiel schneller ausweichen können. Das ist dann so eine Art Kampfsystem, wo man immer schnell angreift und dann sofort ausweicht. Das finde ich sehr, sehr interessant. Dafür brauchen wir also, wenn wir, und die Voraussetzung für das wiederum ist das. Das heißt, wir brauchen 6 LP allein dafür. Ich glaube, ich gebe hier nichts weiter aus. Wir hoffen mal, dass wir irgendwie klarkommen mit dem, was wir hier haben. Also lasst uns da runtergehen. Wir können noch mal gucken, was wir hier noch an Zusatzausrüstung dabei haben. Also hier an Fallen und so ein Kram. Wo haben wir denn das Ganze? Hatten wir nicht noch irgendwo eine Bombe geklaut? Ja, eine Splitterbombe. Packen wir die mal runter. Die ist ja immer sehr, sehr effizient. So, Yendra. Also, ich bin bereit, in die tiefe Mine zu gehen. Alles klar. Aber wenn du unter mir arbeitest, bin ich für deine Sicherheit verantwortlich. Wie soll ich dich rufen? Natürlich, Walfried. Gut, Walfried. Wir ziehen los. Ella, bereit machen zum Abstieg. Jetzt schon? Komme! Okay, liebe Freunde. Aber ich finde, das ist jetzt ein schöner Moment, diese Folge zu beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, aber kleiner Hinweis, wir haben ja jetzt eine Menge Folgen am Stück hintereinander gesehen. Jetzt gehen wir in den normalen Rhythmus dieses Let's Plays. Das bedeutet, es gibt immer eine Staffel, A5 Folgen und dann 2 Tage Pause. Und diese 2 Tage Pause werden jetzt kommen, für all diejenigen, die das hier quasi aktuell immer verfolgen. Und dann geht es wieder normal weiter. Schaut gerne in den Programmkalender, wenn ihr das genau wissen wollt, Link in jeder Videobeschreibung. Also, es geht auf jeden Fall weiter. Ich finde das Spiel großartig. Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt beim Rollenspiel und freue mich auf die tiefe Mine. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwald.